dass sich OBS nicht verabschiedet. Das buffert doch immer noch. Ich liebe dieses Bild von der Mama. Hallo? Hallo? Okay, 10 Sekunden. Hallo, Echo, hallo, Otto. So, jetzt warten wir einen Moment, ob zum einen, Pupsi, der Bastian war auch da. Jetzt muss ich einen Moment warten, ob entweder OBS Streamlabs die Grätsche macht, OBS, oder meine Maus. Das hatten wir alles schon, ne? I'm so sorry. Geht der Bot? Der Bot geht, das ist das Wichtigste, lol. I surrender. I surrender. Du Arsch. Zurück in die Zukunft. Hey, schau mal. So. Ist das alles? Ja, ich, ja. Nur Erinnerungen. Der Kai ist immer so witzig geil. Ja, jetzt ist gut, ne? Kai ist voll der Spaßige. Bettzeit für Mietzi, genau. Das war das Signal, Henriksson. 12.20 Uhr, zack, Haya Pupaya. Bisschen wie du. Daran erinnere ich mich. Die ist von unserem Trip nach Jetzt geht die Mietze schön aufs Sofa, tut ihr Sabberdeckchen mitnehmen. Den Ausflug hat sie ein ganzes Jahr lang gespart. Und dann wird erst noch schön bis 17 Uhr Schläfchen gemacht. Schwerter und Intrigen. Wir haben ja schon festgestellt, dass die Mieze in letzter Zeit immer länger schläft, ne? Früher war es immer so, dass es so gegen 2:30 wieder aufgewacht ist. Mittlerweile ratzt sie tief und fest bis 17 Uhr circa. Ja, wird alt, kriegt graue Haare, Katz. Glaub schon. Eins ihrer Lieblingsbücher. Oh, sie war so wütend. Ist er aber auch so gemütlich, ne? Kann man sich richtig vorstellen. Das Sabberdeckchen zwischen die Knie geklemmt. Perverse Katze. Daran erinnere ich mich. Die ist von unserem Trip nach Juno. Für den Ausflug hat sie ein ganzes Jahr lang gespart. Ja, ne? Und dann nachts, wenn sie ins Bett geht und der Michael schlafen will, dann nimmt sie ihn böse ran. Komm jetzt, Michael. Komm deinen ehelichen Pflichten nach. Auch eine Katze hat Bedürfnisse. Deng, 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 deng. Oh, Pupsilein, der Basti war da vorhin.
Und der arme Micha, oh, ich will aber schlafen. Nix da. Geht noch eine Runde. Oh, wann kommst du? Ne, sie hat doch da den Griff. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie sie dem armen Michel den Griff reinrammt. Die hier an. Sie wirkt glücklich. Wann war das? Warum trägst du einen Doktorhut? Das hat Laura gemacht. Wir haben Monate an der Scheune gearbeitet. Das Dachdecken war der reinste Albtraum. Der Speicher, er wurde einfach nicht dicht. Warte, es gibt einen Speicher? Was gibt's als App fürs Handy? Das wusstest du nicht? Nein, ich hatte keine Ahnung. Ja, genau. Wird sie gewohnt zu faul. Ja, sie wollte, dass ich sie versegle. Ich meinte, es wäre dann echt schwer, Heuder hochzubringen, aber das war ihr egal. Was lagert da oben? Ich habe gemerkt, dass sie nicht darüber reden will, also habe ich es respektiert. Naja, wir müssen für den Verkauf ohnehin ausräumen. Wir werden es wohl bald erfahren. Ellie, willst du das wirklich durchziehen? Wie ich schon meinte, das Haus bedeutet eurer Mutter wirklich alles. Es ist alles, was wir noch haben. Den Kalender? Hast du verschenkt? Ehrlich, das kannst du nicht einfach wegschmeißen. Geilo. Jawohl, Lachs, gib mal ordentlich eine weg hier. Gib dem alten Sack mal ein Bier. Ah, okay. Geilo. Hör mal, wenn du lieber allein bist, gehe ich. Aber wenn du etwas loswerden willst... Ich sag's nicht weiter. Du Snitch. Snitch, sehr geiler Film. Wer hat er mitgespielt? Na, wer weiß es? Sie hat echt wie ein alter Sack. Hör zu, ich will dich da nicht mit reinziehen. Tja, ich bin schon mittendrin. Na, Snitch, Schweine und Diamanten. Ja, naja. Geiler Film. Weißt du, was du jetzt brauchst? Eine Angel. Wie ein weiser Mann einst sagte. Bis dann, Bubsilein. Bleib stark, meine Liebe. Ich weiß nicht. Komm schon, es wird Zeit. Gehen wir. Musst Schicht oder was, Bubsi? Wo fahren wir hin? Wozu? Alles ist bereit. Showtime. Wenn du soweit bist. Hast du alles, was du brauchst? Spät, ja, okay. Wir passen auf den Basti auf, der hat jetzt gleich Homeschooling. Das wird mir so fehlen. Was denn? Der will sich ein Lenkrad holen von seinen 1500, die er für die Konfirmation kriegt. Schon alles verplant. 1500 für einen Stuhl und 500 für ein Lenkrad. Er hat schon alles fest verplant. Sind von den Leuten, die du aus Fireweed kennst, welche in Juno gelandet? Oh, ich weiß nicht. Als sie weg waren, haben wir den Kontakt verloren. Echt? Die Leute kamen und gingen. Ich meine... Jeder muss mal weiterziehen, nicht? Was?
Warte. Er hat vorhin erzählt, dass er schon alles verplant hat, was er zur Konfirmation kriegt, der Bastian. Ja, so war es einfach. Für 500 holt er sich ein Lenkrad und für 1500 holt er sich einen Sitz. Ich habe schon eine Familie. Naja, nicht umsonst stellt man Familien als Bäume dar. Es wachsen stets neue Äste und... Oh, hey. Ja, die sind krass drauf, oder? Haben vorhin erst mal versucht auszureden, dass er nicht, sich nicht so einen teuren Stuhl holen soll, hallo? Komm schon, zieh an der Angel. Los, kräftig ziehen. Den meinen wir doch. Den Bastian. Ich hab ihn. Der Basti. Der Basti war doch hier, hat erzählt. Ist doch dein Neffe, oder? Hab ihn. Bravo. Dein Neffe war hier, der Basti. Basti mag Formel 1, genau. Immer mit der Ruhe. Der war doch hier, hat erzählt, was du für ein tolles Tantchen bist. Danke, Sensei. Ach hey, wolltest du wirklich noch zum Bussardloch? Der Fluss friert vielleicht bald zu, also sollten wir nicht zu lange warten. Hab gesagt, ich hab so ein heißes Tantchen. So wie die Dinge gerade stehen, verspreche ich lieber nichts. Kein Problem. Ich bin da flexibel, also gib mir dann einfach Bescheid. Hey, gestern hast du von deiner Wahlfamilie gesprochen. Wie hast du sie gefunden? Schule kann ganz schön hart sein, wenn du ständig verheimlichen musst, wer du wirklich bist. Das war eine echt schwere Zeit. Kann ich verstehen. Eines Morgens weckte mich mein Onkel und forderte mich auf, in sein Auto zu steigen. Ich dachte, wir gehen angeln oder sowas, aber dann hielten wir vor dem Juno. Ja, genau, er erzählt mir alles. Oma und Opa geben Geld, Tante Bubi gibt Geld. Er wusste nicht weiter, also suchte er sich Hilfe. Das klingt echt toll. Weißt du, mein Angebot steht noch, auch wenn du nicht nach Juno ziehst. Beim JBG gibt es monatliche Treffen. Da triffst du viele tolle Leute. Bis denn, Ich weiß nicht. Es scheint dir gut zu tun, aber ich weiß nicht, ob ich dahin passe. Kein Stress. Die Tür steht dir immer offen. Ganze Verwandtschaft schmeißt mir die Kohle rein, ja. Ist da irgendwas Gutes drin? Vielleicht. Aber wer sagt, dass ich teilen will? Okay, schön. Wie du willst. Okay, dann mal los. Lol. Ja, komm. Okay. Okay. Was sagst du dazu? Gut gemacht. Das Na, warte mal ab, Bubsilein, bis der Bubble bei dir an die Tür klopft. In meiner Kühlbox. Ja, noch? Erzählst du mir jetzt, was in der Kühlbox ist, oder nicht? Ich kann's dir sagen. Oder dich noch etwas auf die Folter spannen. Warte mal, wenn seine Schrankwand vor der Tür steht. Hallo, ich war gerade in der Gegend. Alles klärchen, bis dann. Ich war zufällig hier. Letzte Nacht dann geht. Ich weiß nicht, was Allison gesagt hat, aber ich dachte, naja, wir beide wären auf dasselbe aus. Aber das hat wohl nicht gestimmt. Hey. Also sag ihr das nicht weiter, aber letzte Woche war meine Schwester echt kaum auszuhalten. Sie war ganz aus dem Häuschen vor Aufregung darüber, dass du zurückkommst. Wirklich? Das kannst du mir glauben. Als ihr euch das letzte Mal gesehen habt, wart ihr Kinder. Die Dinge haben sich geändert, aber ihr könnt daran arbeiten. We are too different, genau. Aber was, wenn nicht? Wenn sie nicht versteht, warum mir all das so wichtig ist, sind wir vielleicht einfach zu verschieden. Wir hätten beinahe endlich Antworten erhalten und sie ist einfach abgehauen. Tja, kannst du es ihr verübeln? Ein Problem auszuweichen lässt es nicht verschwinden. Sie ist so auf den Hausverkauf fixiert, als wolle sie die Vergangenheit begraben. Alles. Selbst das Gute. Ich
ergreife keine Partei. Aber seit damals ist sie das Mädchen vom Mörderhaus. Jetzt kann sie das hinter sich lassen und ganz neu anfangen. Mann, da hätte ich's wahrscheinlich genauso eilig. I was the kid who killed his mom. Tja, ich war das Kind, das seine Mutter getötet hat. Und ich habe mich trotzdem zusammengerauft. Ich meine, ich bin hier. Ich tue meinen Teil. Und trotze ständig dem Bedürfnis, einfach wieder zurückzurennen. Nach Firewood, meinst du? Ja. Ich auch. Ich brauche ganz viele Geschenke. Wollte ich so schnell wie möglich wieder raus. Es war wie ein Gefängnis. Aber mit der Zeit wurde es mehr und mehr zu einem Obdach. Dort fand ich heraus, wer ich bin. Aber jetzt guck mal, da ist er, der Basti. Diese Person auch hier sein kann. Jetzt ja, hast du gerade deine Tante verpasst. Niemand von uns weiß, was wir hier tun. Im Moment sieht es vielleicht beschissen aus, aber deine Schwester wird dich niemals aufgeben. Tante Bubsi war gerade da, die ist jetzt aber auf Arbeit, Bastian. Sei nur vorsichtig. Bin etwas angeschlagen. Ich werde es mir merken. Danke fürs Zuhören. Kein Thema. Sag ja nichts. Ich schau. Nee, Quatsch. Easy. Oh. Wow. Genau. Bam. Tut, tut. To the Babsi-Mobile, let's go. Wow, nicht schlecht, mein Lieber. Ordentlich. Was? Da bin ich jetzt aber enttäuscht. Hey, kann ich dich etwas sehr Persönliches fragen? Klar. Nur keine Hemmungen. Du warst mit Leuten zusammen. Richtig? Beziehungstechnisch? Ja. Die Miete träumt bestimmt auch gerade von Mäusen. Du? Eine halbe Stunde Unterricht, dann bereite ich schon mal alles vor, Basti. Das überrascht mich. Die Miete sabbert bestimmt schon. Ja, gell, mit der Riesenrute. Ich hab nie darüber nachgedacht. Es war einfach keine Priorität für mich. Na klar. Du warst sehr beschäftigt. Ja, total. Willst du meine Meinung hören? Nee. Klar. Liebeskummer ist zum Kotzen. Ich hab dem gesamten Indie-Folk-Genre den Rücken gekehrt, nachdem ich auf einem Konzert verlassen wurde. Aber ich habe mich wieder rausgewagt, genau wie alle anderen auch, denen das Herz gebrochen wurde. Skip, ich will das nicht hören. Wenn du jemanden triffst, der dich wirklich versteht, musst du nichts mehr vorspielen. Und du willst immer noch derjenige sein? Selbst nach dem ganzen Mist, der passiert ist? Na komm. Hey, ich bin auch nicht perfekt. Klatsche mal richtig die Zunge in den Rachen. Das ist das Risiko wert. Tut mir leid, aber ich... Ist schon gut. Ich hatte keine Erwartungen. Man verpasst nur, was man nicht versucht, oder? Wir bleiben Angelfreunde? Ich weiß nicht. Fängst du denn irgendwas? Oh. Hast du schon lange? Nur ab. Brave Bub. Wow. Schon wieder? Echt? Nee, bitte nicht.
Nee, nee, alles gut, es liegt an mir. Hallo, ich höre mich nicht. Check 1, 2. Es gibt's doch gar nicht. Ich höre mich nicht. Hallo? Wir sollten das wiederholen, solange ich noch in der Stadt bin. Na klar, du hast ja meine Nummer. Hey, Ari. Ich glaube, ich gehe dann mal besser. Okay. Sorry. Kein Ding. Bis später, ihr zwei. Sorry für die Störung. Nein, voll in Ordnung. Wir waren eh fertig. Was gefangen? Vor allem Eis, aber ja. Tyler, mein Ausraster gestern tut mir leid. All das, es ist einfach schwer für mich. Es muss dir nicht leid tun. Ich war ein Arschloch. Ich hätte dich nie so drängen dürfen. Komm her. Mann, warum habe ich dich so vermisst? Es war doch nur ein Tag. Ich habe eben einfach diese Wirkung auf Menschen. Du Blödmann. Okay, also, ich muss dir was zeigen. Was? Jetzt wird's aber unheimlich. Können wir uns kurz setzen? Also, worum geht's? Ich war gerade bei Sam. Er ist nicht unser Vater. Woher weißt du das? Ich habe ihn gefragt, ganz direkt. Das hängt ja ewig hinterher, ey. Danke, Basti Bugatti.
Ich bin nicht überrascht. Moin, die scheinen danke für wieder zu Follow. Brennen, das passt überhaupt nicht zu Sam. Ja, es war blöd von mir, ihn überhaupt zu verdächtigen. Er würde Marians Kindern nie wehtun. Da ist noch etwas. Schau mal hier. Das wurde 1992 gemacht, kurz nach Marians Ankunft in Delos Crossing. Siehst du die Leiter? Sam meinte, die Scheune hätte einen Speicher. Er hat beim Bau geholfen. Sie hat wohl niemandem davon erzählt. Und es gibt ihn noch? Soweit er weiß. Ja, was meinst du? Genau, Glimmisch, ruhig auffolgen. Wir sind so guck, da gekommen. Ist der Cobra Kai, dem kannst du ruhig folgen. Das schreit doch richtig. Das ist der, den sie den Virus Overdose nennen. Guck mal, hier hast du mal ein paar Leute, denen du folgen kannst. Das ist einmal der Virus Overdose, der macht viel so Battle Royale und Skispiele. Und hier das Julchen. Das Julchen ist quasi die gute Seele von Twitch, ne? Die macht viel plus 18 Content. Julischka Paprika kennt man ja. Wer kennt sie nicht? Das Julchen. Das Julchen. Hier Black, du. Bist jetzt nur noch auf Twitch? Okay. Der Cobra spielt so Zombie-Spiele und Forti. Deep Rock. Ein ganz, ganz krasser Typ ist das, Basti. Musst du folgen. Richtig ein ganz, ganz cooler. Auch voll witzig, ne? Was geht los da rein? Ja, wir sind komplett hinterher. Ich denke, dass ich gleich neu starte. Ja, Julian, ich bin nur noch am gucken, was mit dem Stream noch nicht so klappt. Los, Julia will wieder mit mir in die Scheune, du Ferkelchen. Ich mache jetzt gerade einen Speedtest, wenn nicht, muss ich nochmal neu starten. Guckt mal, der Alexander. Genau. Nee, mach nur eins, Bastian Bugatti. Musst du Häufchen machen, Lachs? Geil, danke, Basti. Der Julia ruhig auch folgen, ne? Julia ist auch ein ganz, ganz. Die ist so scharf wie Paprika. Mhm. Ich glaube, jetzt so langsam fängt er sich. Da noch der Stream voll hinterher hängt, starte ich wohl, glaube ich, mal neu. Was machst du denn, Häufchen? Sauber. Lachs macht auch Kacke. Ich guck mal, wie es klappt, wie weit wir hinterher sind. Nein, das dürften nur Moderatoren, Bastian. Okay.
Okay, ich starte nochmal neu, drück mir die Daumen, dass nicht alles kollabiert.